Connor. Welche Erleichterung. Du bist da. Bitte lass mich dir William Dawes und Robert Newman vorstellen. Dein Brief sagte, dass John Pitcairn auch hier wäre. Ei. Bereitet einen Angriff auf Lexington vor, wo Adams und Hancock Unterschlupf fanden. Danach will er nach Concord ziehen und unsere Waffen und Vorräte zerstören. Du musst uns helfen. Dann sag mir, wo ich ihn finde, und ich werde das sofort beenden. Er hat Dutzende, wenn nicht Hunderte von Soldaten zur Verfügung. Du kannst dich ihm nicht alleine stellen. Wir sind nicht alleine. Keine Sorge, das musst du auch nicht. Wir haben selber eine ganze Armee, die nur darauf wartet, die Waffen zu erheben. Dann wirst du sie wohl rufen müssen. Nun gut. Du und ich überqueren den Charles River und geben Alarm. William, du nimmst bitte den Landweg und tust dasselbe. Robert, ich brauche dich in Christchurch. Zünde das Signal. Zwei Laternen, wenn der Feind von See kommt. Keine Zeit zu verlieren, mein Freund. Es geht um Leben und Tod. Komm! Ich habe so das Gefühl, Connor mag den nicht. Aber ist nur ein Gefühl. Ne? Ah. Es gibt nur ein einziges Pferd. Wir müssen zusammen reiten. Ja. Du nimmst die Zügel, ich navigiere. Schnell, Connor, steig auf das Pferd! Ja, er mag ihn nicht. Ich führe dich zu denen, die wir alarmieren müssen. Folge meinen Anweisungen und wir sind bald fertig. Keine Option, kein offener Konflikt. Reite weiter! All Rivers Rit. Rit. Scheiße, ich muss ja. Was zählt da? Shit. Ich möchte übrigens. Jetzt! In der Nacht vor den Gefechten von Lexington und Concord verließen Paul Rivery und William Dawes Boston die Vergangenheit. Aus Boston the Road über den Charles River und dann die Straße über. Dawes nahm den Länge durch. Ah ja. Wir fangen noch. Dawes oder so gehabt hatten. Später schicken. Okay. Da lang, Connor! Könnte der bitte nicht so schreien? So wird uns hier jede Patrouille im Umfeld hören. Ich habe so das Gefühl, auf dem Weg zu reiten ist nicht sonderlich clever. Hier Konflikten aus dem Weg gehen. Exzellent! Die Richtung stimmt jetzt! Da haben wir eine britische Patrouille. Rotröcke! Was machen die denn hier? Gib mir einen Moment, mich zurechtzufinden. Das müssen Kundschafter sein. Sei vorsichtig, Connor. Sie dürfen die anderen nicht warnen. Rechts rum! Toll. Ich denke, die Straße haben wir relativ gut passiert. Da lang, Connor!
Gut, danke. Bitte schrei nicht so. Mach mich fertig. Links rum, danke. Das musst du nicht erwähnen. Lass uns zu Fuß weitersuchen. Gut, aber dann bleib in meiner Nähe, verdammt. Kein offener Konflikt auf diesem Wald. Eins muss ich noch wissen. Kannst du dich verstecken? Kann er natürlich nicht. Komm. Kritischer Tollpatsch. Wachhund? Nee, Truthahn. Riecht viel besser. Nee, du schreist nämlich jetzt. Danke, er hat dazugelernt. Das kann ich mir aber auch natürlich nicht von einem dahinter gehen. Das ist der Nacht. Hin. Nur noch in die Richtung. Dann kann rüber. Hier hoch, ich brauche ein Rad, wo ich hin will. Es wird rein, um mich zu verstecken. Hier rein, aber ich verstecke mich. Mist. Wohin? Moment, du machst mich fertig. Sag doch gleich, dass ich da rein muss. Das ist es. Das ist der richtige Ort. Nein, sag bloß. Dann lass mich rein. Lass alle wissen, dass die Rotröcke auf Lexington und Concord marschieren. Die Briten kommen! Zurück in den Sattel, mein Freund. Wir müssen noch mehr Leute warnen. Jetzt, warum schreien die das so? Das kann man auch ruhig weitergeben. Meine Fresse. Seiner Seite hat. Was verstehen die eigentlich von Kriegsführung? Reite weiter! Da sind Briten. Vorsicht, Connor! Es gibt vielleicht noch mehr Kundschafter. Ich glaube, wir sind auf Kurs. Du glaubst? Du glaubst. Du glaubst, wir sind auf Kurs. Ich bringe ihn noch um. Sorry, Leute. Wenn ich angespannt bin, flüster ich immer. Links! Ich glaube, wir sind auf Kurs. Ja, schön. Halte Ausschau nach Rotröcken. Wir sind vom Weg abgekommen. Natürlich wissen wir, dass da ist. Sonderbar. Bist du wohl auf, mein Freund?
Was zum Teufel tut er denn? Der Mensch. Also, das will ich jetzt tatsächlich nicht. Achso, Leertaste. Komm hoch. Exzellent! Dafür sollten wir absteigen. Es ist leiser und schneller. Halte Ausschau nach Rotröcken. Junge, ich bin ein fucking Assassine. Ich bin ein fucking Assassine und ich sollte da nicht hoch, weil das kannst du nicht. Das hast du. Okay, auch recht. Das ist es. Das ist der richtige Ort. Sag Bescheid. Die Rotröcke sind im Anmarsch. Sofort! Diesmal hat er es immerhin leiser gesagt. Und nicht ganz so offen rumposaunt, was die Nachricht ist. Immerhin ein Fortschritt. Oh Mann, hier könnte man so schön jagen. Was soll's? Heute bin ich nicht zum Jagen da. Ja, in gewisser Weise schon. Ich habe so eine Ahnung, dass es bald eine Schlacht geben wird, wenn jede Seite eine Menge Soldaten hat. Ja, wir sind hier ganz genau richtig. Schön, dass du dir da so sicher bist. Warum war ich mir eigentlich so sicher, dass deiner Brücke... Wir sind vom Weg abgekommen. Ja, ist schon klar. Willst du, dass uns die Rotröcke bei der Brücke überraschen? Sowieso schon riskant. Jetzt will ich mal. Was hat er denn Rotröcke? Dafür sollten wir absteigen. Es ist leiser und schneller. Gute Idee. Und zwei Heck. Okay. Das ist es. Das ist der richtige Ort. Oh, bitte lass das jetzt das letzte gewesen sein. Die Rotröcke kommen. Hier, wir sind hier. Packt sie! Du musst sie irgendwie abhängen, Connor! Das war doch so klar. Wir müssen sie abhängen. Du musst sie irgendwie abhängen, Connor! Wenn du das noch einmal sagst, dann schneid ich dir... Das war zu knapp für meinen Geschmack. Und weiteren Überraschungen aus dem Weg gehen. Immerhin darf ich jetzt offene Konflikte auslösen. Hey! Kann das Pferd zufällig darunter springen? Nein, kann es nicht. Falsche Richtung, Connor! Halt's Maul! Wir müssen auf die Straße runter. Dafür ist das genau die richtige Richtung. Das ist ein Dachs. Cool, es gibt hier Dachse. Ja, wir sind hier ganz genau richtig. Reit halt weiter, du dämliches Pferd. Da lang, Connor! Dafür sollten wir absteigen. Es ist leiser und schneller. Ja, das ist das richtige Haus. Das ist es. Das ist der richtige Ort. Danke, das habe ich... Nein! Nicht mit dem Hund interagieren.
zum Teufel ist er? Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Natürlich sicher. Prescott? Guten Abend, die Herren. Okay, hör zu, die Rotröcke kommen. Du musst deine Männer sammeln. Und eine Hose anziehen. Sofort. Okay. Der Truthahn war da im Bild etwas seltsam, aber... Okay. Sinko, Klarkas und Lexington erreichen. Okay, wie schwer kann das jetzt schon sein? Samuel Prescott. Nein, heute nicht. Oh, diesmal sollen wir offenbar auf dem Weg bleiben. Willkommen in Lexington, Connor. Jetzt suchen wir Hancock und Adams. Keine Spur von Dawes. Ich hoffe, es geht ihm gut. Da waren wir doch schon mal. Hier ist die, haben wir die Mission gestartet, bevor wir Azizio gefunden haben. Paul, Connor. Schön, euch zu sehen. Du musst verschwinden. Die Rotröcke kommen. Ei, wie William sagte, lass sie ihre Suche durchführen. Sie finden nichts. Du verstehst nicht. Pitcairn hat vor, dich zu töten. Ich fürchte, das stimmt. Dann haben wir wohl keine Wahl, als zu gehen. Was ist mit euch? Dawes und ich reiten weiter nach Concord. Connor? Am besten bleibst du hier und hilfst John Parker, die Stadt zu halten. Das gibt uns Zeit, alle zu warnen. Also, Schnitzel. Ist das da... George Washington? Irgendwie finde ich, er sieht so aus. Der Mitternacht. Abgeschlossen. Zeitung und CFB, whatever it is, freigeschalten. Und beide optionale Missionsziele erfüllt. So lobe ich mir das. Wunderbar. Wunderbar. Also, wir dürfen dann also die Stadt halten. Wunderbar. Ich finde ja, Leute. Ich finde ja, dass wir das nächstes Mal machen sollten. Wie viele sind das? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 20, 23, 26, 27 plus der eine, also der eine mit seiner Frau stellt gerade. 27, 30, 32. Kranker, den zähle ich nicht mit. Und ich. Also noch mal 5. Die Frau könnte wohl dafür auch mitmachen. Wunderbar, 35. Also sagen wir mal knappe 40. Um das Dorf hier vor einer Armee zu halten. Wenn vielleicht hunderte Männer im Anrücken sind. Na gut. Ich glaube, wir sehen uns nächstes Mal, wie das glorios daneben geht. Und, jo, bis zum nächsten Mal, Leute, ne?